Hey ho Kartoffeln, ein weiterer Fortnite Guide ist heute für euch am Start und in diesem Video zeige ich euch die nächste Fortnite Albtraum Herausforderung, bei der wir bei einem Spukwald, einer Geisterstadt und einer gruseligen Farm jeweils eine Truhe durchsuchen müssen. Also einfach nur hier landen und irgendeine Truhe in dem Gebiet durchsuchen. Der Spukwald ist natürlich Weeping Woods, also hier einfach schon mal das erste Ding abgehakt. Ich meine, der Spukwald und die gruselige Farm, die sind ja relativ einfach zu identifizieren. Einfach bei Weeping Woods oder bei Frenzy Farm landen, ne? Relativ schnell da sein, schnell eine Truhe aufmachen, am einfachsten natürlich in Gruppenkeile. Aber die Geisterstadt, die ist nicht so einfach rauszufinden. Das ist nämlich ganz im Norden hier der Pristine Point, und zwar der Orientierungspunkt, also kein richtig benannter Ort. Deswegen ist es auch nicht so einfach, den zu finden. Und ja, ganz Norden und dann einfach mal bei einem von den drei Häusern landen, die es da gibt und möglichst schnell sein, um sowohl hier so ein verfluchtes Möbelstück noch abzusahen, als auch die Truhe. Und damit hätten wir dann den Punkt auch noch. Aber natürlich zeige ich euch der Vollständigkeit halber natürlich erstmal auf der Karte, wo das ist. Und als nächstes gehen wir auch noch zu Frenzy Farm. Da waren wir nämlich noch nicht. Und auch hier natürlich einfach möglichst schnell landen. Ihr könnt auch ein bisschen später landen, denn hier hinten bei diesen, ja ich sag mal, wie nennt man das? Heuschuppen? Gibt es nicht so viele Leute, die da landen und eine Truhe aufmachen. Deswegen könnt ihr auch ein bisschen später kommen und da meistens noch was absahen. Und das war es im Prinzip auch schon wieder zu der Herausforderung. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao.